Hallo, mein Name ist Andreas Giese und ich bin der Sensorman bei Steinl. Heute zeige ich euch, wie leicht ihr eine sensorgesteuerte LED-Innenleuchte montieren und in Betrieb nehmen könnt. Hierfür nehme ich unsere RS Pro LED P1. Zu Beginn aber ein wichtiger Hinweis. Bevor wir mit der Montage starten, schalten wir die Netzspannung zunächst aus. Im ersten Schritt löse ich die Abdeckhaube durch leichtes Drehen von der Leuchte. Dann nehme ich einen Schraubendreher und stoße die Dichtstutzen durch. Jetzt markiere ich die Bohrlöcher an der Decke. Anschließend bohre ich die Löcher und setze die Dübel ein. Falls eine Aufputzmontage erforderlich ist, liegen der Leuchte auch Abstandshalter bei, welche diese etwas von der Decke abstehen lassen. Jetzt befestige ich die Leuchte mittels Schrauben an der Decke. Ich schließe nun den Nullleiter, das blaue Kabel, an N an, die Phase, das braune Kabel, an L. Die Erdung wird aus sicherheitstechnischen Gründen nicht benötigt. Dieser Kontakt ist die geschaltete Phase und wird nur benötigt, wenn mehrere Leuchten miteinander vernetzt werden. Die Leuchte kann nun in den folgenden drei Kategorien eingestellt werden: Dämmerung, Reichweite und Zeit. Mit den beiliegenden Steckbänden kann die Reichweite in ein oder zwei Richtungen individuell eingegrenzt werden. Am Ende kannst du die Abdeckhaube aufsetzen, die Netzspannung einschalten und automatisches, effizientes Licht genießen. So schnell und einfach könnt ihr unser RS Pro LED P1 montieren und in Betrieb nehmen. Falls ihr Fragen habt, stellt sie einfach unten in die Kommentarleiste und wir werden sie so schnell wie möglich beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen!